Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Besonders jetzt zur dunklen Jahreszeit fühlen sich viele Studierende nicht wohl. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass und irgendwie ungemütlich draußen. Am liebsten möchte man sich den ganzen Tag in eine Decke kuscheln, Süßkram essen und auf der Couch irgendwelche Serien schauen. Das Ganze wäre auch eigentlich kein Problem, wäre da nicht diese eine Sache, die man erledigen sollte und die man immer und immer vor sich herschiebt. Damit ihr dieses Jahr nicht im Winterblues versinkt, sondern es trotzdem schafft, effektiv zu lernen oder zu studieren, zeige ich euch heute 5 Tipps, wie ihr das Ganze meistern könnt. Ich würde sagen, wir fangen an und viel Spaß mit dem Video. Mein erster Tipp an dich ist, dir einen Wochenplan zu erstellen. Und damit meine ich keine endlos lange To-Do-Liste, die dich am Ende bloß noch mehr stresst, sondern einen groben Kompass, eine Orientierung, wann du was zu erledigen hast, welche Termine vielleicht auch verpflichtend sind und damit du dann praktisch dein ganzes Leben drumherum planen kannst. Überlege dir also gewisse Fakten wie, wann muss ich in der Uni sein oder wann muss ich in der Online-Vorlesung sein. Was muss ich vorher alles noch erledigen, damit ich mit Energie und mit einem wachen Zustand dort wirklich ankomme, damit ich produktiv arbeiten kann? Was ist dafür nötig? Wann muss ich dafür aufstehen? Und was muss ich vielleicht danach noch oder nebenbei erledigen? Ich nutze in meinem Leben beispielsweise gerne eine Monatsübersicht, wo ich alle Termine, die nicht wiederkehrend sind, eintrage, damit ich die grob im Überblick habe. Und dann breche ich das ganze Woche runter, sozusagen in einen Stundenplan. Dann weiß ich beispielsweise, Montag muss ich von 8 bis 14 Uhr arbeiten. Und dann erstelle ich mir allerdings für jeden Tag nochmal einen Tagesplan, damit ich ganz genau weiß, wann muss ich beispielsweise aufstehen, was muss ich alles noch erledigen, also sowas wie Frühstück, mit Wally rausgehen, bla bla bla, damit ich dann halt wirklich frisch und munter um 8 Uhr auf der Arbeit anfangen kann. Solch eine grobe Planung klingt natürlich im ersten Moment erstmal anstrengend, aber mir persönlich hilft es sehr weiter. Es ist wie ein kleiner Kompass, der mich sozusagen durch mein Leben führt und dafür sorgt, dass ich nichts vergesse und gleichzeitig genug Möglichkeit habe, mir freie Zeiten und Ausgleichsmöglichkeiten einzutakten. Denn wie sagte Dale Carnegie schon so schön, eine Stunde Planung erspart dir 10 Stunden Arbeit. Mein zweiter essentieller Tipp für dich, produktiv in den Tag zu starten, ist eine gefestigte Morgenroutine, die dir etwas bringt. Es ist häufig so, dass Depressionen aus der Untererregung heraus entstehen, beispielsweise wenn man früh irgendwie nach dem 5. Mal snoosen endlich aufsteht, sich schnell fertig macht, zur Arbeit läuft, irgendwie in der Bahn vor sich hingammelt, dann ist man da, sitzt den ganzen Tag im dunklen Büro, kommt dann abends nach Hause, es ist wieder dunkel, man fleht sich vor dem Fernseher und dann war's das. Man hat keinen Ausgleich, man hat nichts, was einen begeistert oder fordert. Es ist einfach immer wieder dasselbe und das macht auf Dauer auch sehr unglücklich. Deswegen fang schon früh an, irgendeine Routine zu haben, die dich erfüllt und die dir irgendwie Freude macht. Ich höre im Bad beispielsweise gerne Musik, weil ich merke, dass gewisse Klänge, Melodien, Töne, was auch immer, meine Stimmung sehr aufhellen können. Ihr könnt es zum Beispiel mal mit Disney-Hits probieren. Da habe ich den Eindruck, kommt man automatisch dazu, irgendwie ein bisschen sich zu bewegen und sich besser zu fühlen. Und dann könnt ihr eine Kleinigkeit essen. Und die essentiellsten Dinge in eurer Morgenroutine sind eigentlich Luft, Licht und Bewegung. Die sollten natürlich immer mit drin sein. Ich habe das, glaube ich, ganz einfach mit Wally. Ich muss jeden Tag raus, ob ich will oder nicht. Das hilft mir oder das zwingt mich sozusagen in eine Routine, die mir gut tut. Denn durch den neuen Sauerstoff, durch die Luft, kommt mein Gehirn in die Gänge. Es kann besser arbeiten, es fährt sich so langsam hoch. Und wenn ich meistens dann wieder mit Wally zu Hause bin, dann bin ich auch wach und kann in den Tag starten. Ich will euch jetzt damit nicht sagen, ihr müsst jeden Tag 20 bis 30 Minuten raus. Nein, das ist mein Leben, das habe ich mir so ausgesucht. Es reicht vielleicht aber auch manchmal, wenn ihr einfach überall auf Durchzug stellt, wenn ihr sämtliche Zimmer lüftet, wenn ihr vielleicht auf den Balkon rausgeht oder euch einfach mal ans offene Fenster stellt und mal euch einen Moment nehmt, um die Luft einzuatmen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn die Sonne scheint, dann nichts wie raus und Vitamin D tanken. Denn ein Vitamin-D-Mangel führt bekanntlich auch häufig zu depressiven Verstimmungen. Ich nehme bis heute beispielsweise immer noch Vitamin-D-Tabletten und supplementiere die einmal in der Woche, damit zumindest dieser Mangel bei mir ein bisschen ausgeglichen ist. Der nächste Punkt, der euch helfen wird, effektiv zu studieren in den Wintermonaten, ist der,
einen ordentlichen Arbeitsplatz zu haben. Erstmal empfehle ich euch, überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben. Also die Vorlesung, auch wenn sie online ist, nicht vom Sofa aus oder vom Bett aus zu besuchen, weil ihr da einfach noch gar nicht in diesem produktiven Arbeitsmodus seid, sondern noch so ein bisschen, ach, hier Instagram oder hier mal gucken, was die anderen Leute auf WhatsApp schreiben. Ein gut geführter Arbeitsplatz sollte vor allem hell sein. Ihr solltet genug Platz haben für euer Zeug. Er sollte klar strukturiert sein, sauber und ordentlich. Das bedeutet, es sollte nichts rumliegen, was ihr gar nicht gebrauchen könnt oder was euch irgendwie dazu verleitet, euch ablenken zu lassen. Bestenfalls habt ihr an eurem Schreibtisch auch gar nicht euer Handy mit dabei, sodass ihr wirklich gezwungen seid, euch auf das zu konzentrieren, was ihr machen möchtet. Und wenn ihr dann immer noch am Schreibtisch sitzt und gar keinen Bock habt auf das Ganze, dann versucht euch doch mal in Zukunft vorzustellen, wie so ein schöner Schreibtisch in eurem Leben aussehen könnte. Manchmal helfen da einfach schon motivierende Sprüche oder der Tagesplan vor Augen. Ihr könnt auch eine Pflanze hinstellen oder, keine Ahnung, eine hübsche Vase mit Blumen drin oder eine Lampe, die euch gut gefällt. Ein bisschen Deko, solange sie euch nicht ablenkt. Und irgendwann habt ihr dann richtig Bock, an diesem Ort zu sein. Mein vierter Tipp an euch ist der, euch nicht zu irgendetwas zu zwingen, sondern auch feste Pausen einzuplanen und einen Ausgleich. Ich glaube, ich bin im letzten Jahr vor allem deswegen depressiv geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe nicht mehr wirklich Energie. Ich schaffe es nicht mehr, dies oder jenes zu erledigen und die To-Do-Liste ist immer größer geworden. Und dann habe ich halt krampfhaft versucht, beispielsweise eine Hausarbeit zu schreiben und habe mich so lange daran gesetzt, bis ich es geschafft hatte, ohne mich danach wirklich besser zu fühlen und habe dafür einfach alles andere aus meinem Leben gestrichen. Also ich hatte so gesehen überhaupt keinen Spaß mehr und immer weniger Energie. Und damit euch das nicht passiert, plant am besten schon während des Arbeitsprozesses ein, dass ihr Pausen macht. Es gibt verschiedene Techniken, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik, dass ihr 25 Minuten arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht. Ihr könnt es aber auch so wie in der Grundschule machen, dass man 45 Minuten arbeitet und 15 Minuten dann Pause macht. Ihr könnt das aber auch phasenhaft machen. Sowas wie Vormittag 2 Blöcke, Nachmittag 2 Blöcke und zwischendurch immer mal wieder längere Pausen. Das ist ganz allein euch überlassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die eine oder die andere Technik die beste ist. Das ist wirklich etwas sehr Individuelles, wo man einfach schauen muss, was zu einem passt. Und wenn du etwas geschafft hast oder auch wenn du einfach keinen Bock hattest, belohn dich danach. Und damit meine ich nicht, dass du dich auf die Couch setzt und wieder irgendwelche Süßigkeiten futterst, sondern dass du wirklich irgendwas machst, was dich erfüllt. Ich beispielsweise habe in der Tagesklinik entdeckt, dass ich einfach ein sehr kreativer Mensch bin und diese Seite habe ich von mir sehr verkümmern lassen. Und für mich ist es immer noch sehr schwierig, diese Kreativität in meinen Alltag wieder einzubinden. Also mich wirklich irgendwann mal hinzusetzen und ein Bild zu malen. Es macht mir total viel Freude, es gibt mir extrem viel. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man sich denkt, okay, ich muss noch das und das und das machen und dann soll ich mich hier ernsthaft hinsetzen und ein Bild malen. Aber Leute, ich schwöre euch, das hilft euch wirklich langfristig weiter, wenn ihr irgendwas macht, was euch Spaß macht. Es kann auch was anderes sein. Trefft euch mit jemandem, macht Sport, lest ein Buch, hört euch ein Hörbuch an, irgend sowas, wo ihr wenigstens etwas macht, was eurem Lebenssinn sozusagen nachkommt. Ich würde behaupten, der Mensch ist ein recht intelligentes Wesen und braucht deshalb einfach diese Abwechslung. Kein Mensch ist glücklich, wenn er jeden Tag das Gleiche macht oder, ich sag jetzt mal, immer nur zwischen 2 oder 3 Dingen hin und her hüpft. Man braucht einfach mehr davon. Und genau ihr seid dafür verantwortlich, euch das in eurem Leben zu geben. Also überlegt euch was und dann zieht es durch. Und nun kommen wir zum letzten und wahrscheinlich zum allerwichtigsten Tipp von allen. Holt euch Unterstützung. Man sagt, ungefähr 30% aller NordeuropäerInnen leiden an Winterdepressionen. Man kann also sagen, jeder dritte von euch, der fühlt sich gerade nicht wirklich gut. Und das ist auch okay. Es ist eine Phase im Winter, es geht einem einfach nicht gut. Ich meine, der Sommer ist irgendwie schöner, seien wir doch mal ehrlich, so mit dem ganzen Licht und der Wärme und so weiter. Ich kann das voll nachvollziehen, dass man sich jetzt nicht gut fühlt. Und dass man auch keinen Bock hat und so. Aber die ersten Symptome einer Depression sind eben
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Energielosigkeit, Verlust an Freude, dass man sich immer mehr zurückzieht, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und einfach irgendwie nicht mehr so richtig in die Gänge kommt. Und natürlich können diese Tipps, die ich euch vorher gegeben habe, helfen, irgendwie bei der Stange zu bleiben. Aber manchmal ist es einfach so weit, dass das einfach nicht mehr hilft und man dann droht, in ein Loch zu fallen. Und bevor das passiert, sucht euch Hilfe. Manchmal hilft es auch wirklich schon, mit Freunden oder Bekannten zu reden. Hochschulen und Unis bieten beispielsweise auch psychologische Beratungsstellen an oder ganz normale Studierendenberatungen. Das kann manchmal schon helfen, um einfach zu ergründen, was ist denn eigentlich gerade mit mir los und so. Viele scheuen sich bis heute noch, zu PsychiaterInnen zu gehen oder eine Therapie anzufangen. Ich aktuell mache immer noch eine und das ist halt wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe in dieser Thematik. Ich war ja auch in der Tagesklinik gewesen und dort habe ich eben genau diese Punkte wieder gelernt, die ich euch gerade gegeben habe. Manchmal ist diese Winterdepression aber auch nur ein Symptom von irgendwas, was in euch schlummert, was praktisch nie zum Vorschein gekommen ist, aber jetzt plötzlich herausbricht. Und es ist wirklich keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Macht es doch einfach so. Sucht euch jemanden raus, ruft diese Person an und wenn sie sagen, hey, ich habe zwar einen Platz für dich, aber du könntest erst in 4 Wochen kommen, wie sieht's aus, möchtest du das noch oder nicht? Und wenn du dann in diesen Struggle kommst, so nach dem Motto, ach, aber in 4 Wochen ist doch eh alles schon vorbei, brauche ich gar nicht, bla bla bla, schaffe ich alleine, dann nimmst du diesen Termin trotzdem an, guckst, wie es dir mit der Zeit geht und dann kannst du immer noch absagen. Das ist kein Problem, dann kriegt halt jemand anderes den Platz. Aber wenn es halt wirklich so ist, dass du merkst, irgendwie es läuft gerade nicht und dann in 4 Wochen ist es vielleicht noch viel, viel schlimmer, dann hast du diesen Platz, dann hast du diesen Termin, dann kannst du diesen wahrnehmen und dann geht es dir auch hoffentlich wieder besser. Erstellt euch einfach einen Stufenplan, wen ihr anruft, wenn ihr merkt, dass es euch immer schlechter geht und dann seid bitte nicht zu stolz, um dort anzurufen. Auch wenn man beispielsweise im sozialen Bereich ist und man merkt, oh, ich habe da irgendwas, das ist kein Problem. Es ist auf lange Sicht viel effektiver, wenn du jetzt dir beispielsweise, so wie ich, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr Auszeit nimmst, deine ganzen unterschwelligen Hürden sozusagen aus dem Weg räumst, dann wieder Energie hast und es dir gut geht und du dann einfach weiter studierst, als wenn du das aus Scham und Stolz immer weiter mit dir rumschleppst und sich das dann alles verhärtet und es dir dein ganzes Leben lang schlecht geht, sage ich jetzt mal. Mir geht es jetzt zum Glück nach all diesen Tipps und der ganzen Unterstützung, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wirklich wieder besser. Ich habe neue Energie und ich habe das Gefühl, ich kann meinen Tag wieder produktiv durchleben, ohne dass ich mir irgendetwas dabei vormachen muss. Und wenn ihr jetzt noch Tipps und Tricks habt, wie ihr effektiv über die Wintermonate kommt, dann gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, euch bald wiederzusehen. Macht es bis dahin gut und bye bye.